Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Empyrion Galactic Survival. Ja, wie ihr seht, oh mein Gott, ist das laut. Oh mein Gott, ist das laut. Okay, Leute, ich muss mal, das ist ja furchtbar. So. Ansonsten, ja, ansonsten fallen euch ja die Ohren ab, das ist ja... Fangen wir mal hier an. Es fallen hier übrigens eine Menge Sachen runter. Ich hoffe, das ist okay für dich. Sachen runterfallen? Ja, wenn ich halt Sachen abbaue, dann fallen da halt Dinge ab. Es ist nämlich auch gerade dunkel. Ja, deswegen schalte die strukturelle Integrität ein, dann siehst du was. Ja, aber dann ist das finde ich sehr unangenehm. Das ist schön, dass du das unangenehm findest, aber es macht es halt einfach einfacher und es macht auch für deine Zuschauer einfacher. Weil die sehen da nämlich was. Gab es nicht irgendwie auch Lichter für Schiffe? Warte mal. Hab ich ja, hier natürlich nicht... gibt es Lichter. Ach, ich habe ja auch hier Lichter an. Oh. Die sind halt nur sehr bescheiden. Also in geht es besser. In Empyrion ist Licht so eine Sache. Und ob ihr wirklich richtig spielt, seht ihr, wenn das Licht nicht angeht. Also Licht ist immer unter L, ne? Also wenn du an einem komischen Schiff da Licht hast, dann ist es unter L. Ja, hab ich gerade gemacht. Das kommt aus dem Englischen, heißt Licht oder so, ne? Ja, genau. Okay, diesen Holo-Emitter kriege ich nicht weg. Das ist schade. Das missfällt mir. Ja, jetzt müssen wir uns ein bisschen unterhalten, denn der Abbau braucht ja ein bisschen. Ja, was? Der braucht tatsächlich ein bisschen, ja. Oh, jetzt hat der aus Versehen... Du hast einen riesen Vorteil, wenn du die strukturelle Integrität anmachst. Du kannst gucken, wo du was zusammenfallen lässt. Naja, im Moment fallen nur kleine Bröckchen immer wieder ab. Also so Viertelblöcke und so. Oder mal ein ganzer Block. Das finde ich jetzt tatsächlich bei dem, was ich hier an Stahlplatten raushole... echt nicht so schlimm. Plus, man soll ja sehen, der Sven ist hier mit der Abrissbirne durch. Oh? Ja gut, das ist ja kein Problem, das zu sehen, ne? Mhm. So, dich baue ich auch noch ab. Könntest... Oh! Das war ich nicht. Möchte ich erwähnen. Nee, das war ich. Mhm. Hast du deswegen auch schnell die Drohne raus und so viel wie möglich davon aufsammeln. Hast du gerade ein Riesenstück abgebaut? Ah, richtig. Wenn man weiß wie, dann braucht man das andere Gamble nicht. Mhm. Also auch so ein Schiff nicht, ne? So ganz einfach. So. Ja, wir brauchen ja jetzt Xenosubstrat, fällt mir gerade so ein. Das heißt, eigentlich sollte ich mich mal nach unten durch bohren oder richtig. So. Richtig. Ich meine, hier ist auch ein bisschen Xenosubstrat, ne? Aber unten ist tatsächlich mehr. Ja, lass mal kurz gucken. Hier mal ins Inventory, in das Ding hier. Ja, ich habe noch kein bisschen Xenosubstrat, aber halt 4600 Stahlplatten. Ja, ich habe aber... Achso, du hast dein eigenes Inventory vom Schiff, ne? Genau. Ja, so ein bisschen Xenosubstrat haben wir schon, so 750 Stück oder so. Ja, das langt nicht. Da, wo wir hinwollen, warte mal. Okay, die Obese Pigeon wollen wir nicht. Die habe ich mal im Stream gebaut und sie sieht wirklich aus wie eine fette Taube. wir wollten die Endurance. Und die Endurance braucht 9900 Xenosubstrat. Haben wir noch ein bisschen was zu tun? Ja, haben wir noch ein bisschen was zu tun. Da wird auch dieser POI wahrscheinlich nicht reichen. Naja, könnte. Aber da waren schon eine Menge. Da waren schon eine Menge Xenoblöcke drin. Ja. So. Machen wir hier ein Löchli rein. Ein Loch ist im POI.
Hallo Otto. Ah, jetzt kriege ich die ersten Xenosubstrat-Teile. Ah, ich bin im... Im Erdboden verschwunden oder was? Jetzt weiß ich nicht mehr. Hallo? Wieso bist du jetzt lost? Weil das Schiff sich gerade angedockt hat an einer vertikalen Wand. Das kann passieren, ja. Ja, ich esse mal kurz was. So. Mach mal den hier. Lost in the POI. Tatsache, ich bin halt echt angedockt. Okay. Oh Mann. Ja, aber du müsstest mir mal ganz kurz helfen. Du müsstest mal ganz kurz zu mir kommen und mal ein paar Blöcke wegflexen, an denen ich feststecke. Dann müsste ich erst mal wissen, wo du bist. Vorplatz. Ah, seh dich. Und das Licht ist auch irgendwie aus. Ich habe Licht eigentlich an, aber ich sehe halt kein Licht. Warte, ich starte mal meine Drohne. Das heißt, ich kann mich überhaupt nicht orientieren gerade. Ja, schalt doch in die Third-Person-Kamera. Das habe ich getan. Das, Ja, und dann mit Alt raus. Okay, warum kann ich denn gerade nicht... Ah, jetzt kann ich zumindest hier abbauen. Ja, jetzt... Die Frage ist nur... Das macht überhaupt keinen Sinn, was du da treibst. Ich bagger dich jetzt hier gerade frei, aber okay. Du bewegst dich jedes Mal wieder rein und verkantest dich noch mehr. So. Ja. Was treibst du da? Ich mach dasselbe. Ist da ausgestiegen? Ich bin jetzt einfach ausgestiegen. Ich hatte doch hier drauf keinen Bock mehr. So. Oh, schaltest du das Schiff mal bitte auf Faction? Ich wollte gerade einsteigen und es rausfliegen. Privat Faction. Okay, ja dann. Bitte? Nee, jetzt bist du drin. Nee, jetzt habe ich umgestellt. Du darfst. Aber du kannst jetzt auch. Jetzt ist hier genügend Platz. Du kannst hier jetzt auch... hier quasi rein und hier drinnen mal einen schönen Abbaustrahl-Rampage machen. Ich sehe nichts. Du musst mit dem Hintern nach unten. Die Kiste ist sowas von... Mensch. Das ist das erste Schiff, das der Sven gebaut hat. Ja, das Schiff ist nicht schuld, du bist schuld. Ja, genau. Aber genau. Du hast die Kiste hier so reinmanövriert. Und außerdem hat es fast keinen Schub. So, ja, komm, guck mal, da kommst du doch raus. Komm, guck natürlich doch mal. Natürlich komm ich raus. Los, du hast den Strahl, genau, bau ab. Hör auf zu. Haha, du siehst mich nicht mehr. Haha. Boah, das Ding fällt voll runter. Ja, das ist ja auch dafür nicht gedacht eigentlich. Der hat überhaupt keinen Schub. Der hat keinen Schub nach vorne, richtig. Dafür ist er nicht gedacht. Boah, komm, bau... Ja, dreh dich mal auf den Bauch und dann komm mal hier langsam runtergehovert und dann kannst du hier einmal schön drehen. Nee, danke. Ja, dann stell ab und ich nehme wieder. Stell die Kiste da draußen ab, dann darfst du von mir erst nehmen. Mhm. Das ist ja schrecklich. Das ist ja kein Zustand. So, wo hat er es jetzt abgestellt? Irgendwo. Irgendwo draußen, ja. Siehst du auf deiner Minimap. So. Ja, wenn ich die Minimap anhätte. So. Okay. Wieso machst du die Minimap aus? Ja, weil ich Screenshots mache. Man muss da halt zurückschalten. So. Ich weiß es nicht. Mal schnell Burger essen und hier. Na, abgesehen davon sollte ich mal schnell Inventories so,
wir wollen hier hin und dann will ich hier auf die Bounty. Und dann kann ich schon mal den machen, dann wird das ganze Schiff nämlich leichter. So. Dann bewegt es sich auch ein bisschen besser. Aber ich möchte erwähnen, Mist. Bei uns, die Schilde sind an, ne? Ich hab's zumindest nicht ausgeschaltet. Okay. Gut. Was mir hier definitiv fehlt, ist halt irgendwie so eine Kamera nach unten. Und wieso ist es eigentlich immer noch so dunkel? Das müsste doch eigentlich langsam hell werden auch wieder. Guck doch rechts oben. Vier Stunden. Alter, genau. Das ist ja furchtbar. Genau. Es wird ja alles angezeigt, aber Empyreon ist so ein typisches Dunkelspiel. Ja. 90% der Zeit ist dunkel, ne? Genau. Weil entweder ist es Nacht oder es regnet oder es ist Nacht und es regnet. Oder man ist im Weltraum. Genau. Da kann es auch ziemlich dunkel sein. Wenn man nicht gerade um eine Sonne rumschwebt oder so. Ja. Doch, Licht. Komm, Licht anmachen. So. Aber Sven, unser Sonnenkind, der schwebt schon öfter mal um eine Sonne rum, ne? Ja. Gerne. Also wenn du deine Herzdame wieder mitbringst, tue ich das auch gerne wieder. Na, war der schön? War der schön? Ich verrat's ihr. Okay. Den besuchen wir nicht mehr. Der flirtet die ganze Zeit. Ja, genau. Oh Gott, nee. So, ey, ordentlich Titanplatten. Also, wir haben ja sogar so ausgemacht, ne? Nächster Besuch ist bei uns. Das ist korrekt. Da noch was drin? Nö, war alles gelootet. Okay. So, das hier noch wegmachen. Ich glaube, ich sollte mal gucken, dass ich irgendwoher noch ein bisschen Konstruktor Output. Vielleicht in der Waffenkammer noch was? Nee. Nee. Okay, woran hängst du jetzt denn bitte wieder? Wieso hängst du denn? So. Am Multitool-Ladungen. Jetzt klappt das hier nicht. War das noch alt? Dann. Nee. Okay, was rein rauszoomen ist halt auch irgendwie. Ja, alt. Alt und Maus ab. Naja, ja. Übung macht den Meister, ne? Ja. Es ist halt nur schon wieder eine Weile her, dass wir zusammen gespielt haben, ne? Ja. Macht ja nichts. Mhm. Und wenn ich halt irgendwie 5 Spiele spiele, die halt irgendwie so thematisch ähnlich sind. Liegt ja nicht an mir, ne? Ja, das. So, hier mal schön die Böden rauszimmern. Ne, das sind nur Stahlplatten. Oh, also der Ertrag hier von Xeno-Material deprimiert mich gerade ein bisschen. Viel mehr wirst du nicht woanders kriegen, ne? Gerade in Alien Pure ist das halt das meiste, ne? Mhm. Hängt das Ding noch irgendwo oder so? Ah, da. Deswegen. Da kann der ja nicht einstürzen.
Ach, du machst gerade den großen Turm draußen? Also die Kommandozentrale? So irgendwas hier, ja. Okay. Okay, vielleicht wäre ein Hover tatsächlich doch die bessere Wahl gewesen. Kannst ja so einen Turm bauen und an meinen Hover dran klatschen. Ich glaube, das Multitool habe ich dafür nicht freigeschaltet. Weil ich halt sehr, sehr schnell vom Hover weggegangen bin. Das schalt halt frei. Die Punkte dürftest du noch haben, das ist ja nicht so viel. Ja, ich habe noch 300 noch was Punkte, das sind dann 25 irgendwie. Aber ich wurde in Kommentaren schon angeschrien, ne? Gib deine Punkte nicht für sowas aus. Ich weiß gar nicht, von wem. Damit du genau in so einem Moment noch Punkte hast. Genau dafür. Jetzt brauche ich was, okay. Ah, guck, jetzt schalte ich mir das frei, weil ich habe sie nicht alle ausgegeben. So. Gehen wir hier rein. Immer das, was notwendig ist. Weil die Punkte wachsen halt nicht auf Bäumen. Und ergo lassen sie sich auch nicht mit einem Hover auseinanderbauen. Oder Farbe. Okay, vielleicht heißt die Folge nicht ein Abbaustrahl auf Abwägen, sondern vielleicht heißt es auch philosophische Ergüsse. Nein. Ich weiß nicht, ob du mit dem Ausdruck Ergüsse nicht bei YouTube gesperrt wirst. Nein. Bestimmt nicht. Mich würde YouTube niemals wegen irgendetwas sperren. Ah, okay, wieder Xenoblöcke, sehr schön. Okay, also ein bisschen Xenosubstrat kriege ich hier gerade raus. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, im Dekon sind mittlerweile auch schon 1200 oder so, knapp 1200. Okay. Das Xenosubstrat brauchen wir für die ganz, ganz schwere Panzerung, ne? Ja, genau. Also nur damit ich verstehe, wofür das halt ist. Ja, die Xenoblöcke halt. So, dann hätte ich ganz gerne. Jetzt musste ich aufpassen, dass ich das richtige Spiel habe. Mit welcher Taste habe ich alles auf einmal rübergeschoben? Das ist nämlich auch in jedem Spiel anders. In Empyreon ist es Stift und Linksklick. In anderen Spielen, zum Beispiel Icarus, was ich zurzeit sehr viel spiele, ist es Steuerung und links. Ah, okay. Oder rechts. Rechts. Was rechts oder links? War linksklick, ne? Ja, linksklick. Ja. Alter! Diese Verunsicherung. Ja, sowas von. Sowas von. So, ich arbeite mich gerade in den Xeno-Bereich durch. Wobei man sagen muss, deine Star Trek-Folgen sind auch geil. Es ist. Ich habe geweint. Ich habe bei Star Trek wirklich geweint. Kein Flachs. Es war so. Also es ist schon cool gemacht. Warte auf den nächsten Sonntag. Da kommt dann die letzte Folge. Okay. Da kommt dann die letzte Folge. Zeug hier einsammeln. Und ich bin der Meinung, dass das hätte viel mehr Liebe verdient, dieses Spiel. Das ist schon Let's Played worden, leider Gottes, noch in der Zeit, als es noch gar nicht fertig war. Also ganz viel, die Beta-Tester haben es quasi schon durchgespielt, mehr oder minder. Mhm. Durch Let's Played. Und es kam halt genau an dem Tag meiner ersten Folge, zwei oder drei Tage vorher,
kam es halt gerade frisch raus. Ja, also da war dann quasi, jetzt ist es fertig. Und ja, da habe ich es dann angefangen zu streamen und aufzuzeichnen. Und ich war so begeistert, ich war so gehypt von dem Spiel, dass ich es nicht erwarten konnte, die nächste Aufnahmesession zu machen. Ist ja eigentlich, ja, ist es wirklich ein Spiel? Ein Story-Spiel. Ich meine, ja, bei den einzelnen Zwischensequenzen kannst du theoretisch versagen und draufgehen oder so, aber dann fängst du wieder an, ne? Es ist, du spielst trotzdem eine vorbestimmte Story durch, ne? Nein, durch die Entscheidungen, wie du mit den anderen Charakteren agierst, veränderst du quasi den Ausgang. Ja, okay. Also es ist ein Story-Game, ähnlich wie Life is Strange. Okay. Ist ja auch, glaube ich, vom selben Macher. Also nicht von Don't Not. Von Don't Not ist dann Tell Me Why, was dann ab Sonntag kommt. Mhm. Ein großartiges Spiel. Falls ihr da Bock drauf habt, schaut es euch an und lasst da mal ein Däumchen da. Genau. Hat ein paar sehr, sehr intensive Themen und hat auch tatsächlich den Chat während des Streams sehr, sehr mitgenommen. Also die waren auch, die sind auch alle sehr, sehr emotional geworden. Und damit Hallöchen an High Bolton. Schön, dass du da bist. Hallo, guten Abend. So, und Matti, was meinst du mit 180 Grad drehen? War das gerade noch an Dings gedacht? Also war das noch gedacht an... quasi zum Rauskommen. Oder so. Ja. Ja. Ja, rausgekommen bin ich ja, aber das ist halt einfach kein Zustand mit dem Ding. Das hat viel zu wenig Schubkraft nach vorne. Das kannst du nicht manövrieren. Natürlich, also ich kann damit... ich habe nichts mehr gesehen, weil es einfach nur noch dunkel war. Du hast ja auch ein Schiff hier gebaut mit einer Seitenschubkraft wie eine schwangere Ente. Das ist nicht wahr. Ich habe das schon verbessert. Weil das ist ja ein Vanilla-Raumschiff, das ich schon mit mehr Schubkraft ausgestattet habe für Reforged Eden. Ja, muss man auch, ne? Also das ist halt bei... Klar, also wenn du ein Vanilla-Raumschiff baust... du brauchst den Reforged Eden locker die doppelte Schubkraft, um das Ding einigermaßen steuern zu können. Weil Reforged Eden macht die Sachen halt alles um Welten schwerer. Das heißt, du brauchst wirklich, um dieselben Massen zu bewegen, viel mehr Schubkraft. Mhm. Und teilweise sind auch die Geräte und die Bohrer und so weiter auch schwächer eingestellt. Das ist ja völlig okay. Ja, wenn du mal in Vanilla dieses Survival-Tool benutzt und damit den Boden aufgräbst, ist das relativ okay. Ja, das kannst du in Reforged Eden nicht so machen. Wenn du das in Reforged Eden machst, da wirst du dumm dabei. Mhm. Ne? Hab ich schon erlebt. So. Das haben sie halt gemacht, damit du in Reforged Eden so schnell wie möglich dann halt guckst, dass du auf die nächsten Tech-Stufen hochgehst. Ne? Mhm. Zum Beispiel dem mechanischen Bohrer oder so. Ja? Den du halt einfach im Dings überhaupt nicht brauchst im Vanilla-Gameplay. Richtig, ja. Wo ist denn da runtergefallen? Da ist ein bisschen was runtergefallen. Ach, hier können wir nochmal schnell durchgehen. Und wie gesagt, pass auf, dass du nicht unser eigenes Raumschiff auseinander nimmst. Nee, da müsste ja der Dings an sein, der Schild an sein. Und dann darf ich es ja eh nicht abbauen. Nein. Nein. Ich darf doch auch nicht setzen, wenn der Schild an ist. Ja, das macht ja nichts. Ich habe doch vorhin trotzdem die Rampe abgemacht. Ich glaube, das ist vorher passiert. Entweder ist sie schon mal abgeschossen worden oder du hast sie aus Versehen vorher schon mal abgemacht. Also, ich glaube nicht, dass das direkt passiert ist. Du kannst, logisch kannst du abbauen. Okay. Willst du es ausprobieren? Werde ich dann gleich mal machen. Weil ich habe nämlich mit dem Abbaustrahl schon das Schiff aus Versehen vorhin erwischt.
Also mit dem normalen Handmultitool kannst du normalerweise Sachen abbauen. Okay. Was meinst du, wie oft mir das schon aus Versehen passiert ist, dass ich ein Loch in meine Hülle gemacht habe, obwohl das Schild an war und dann war der Sauerstoff raus und meine Pflanzen sind verreckt? Ja, naja. Das Erlebnisse von Personen mit einem grünen Daumen. Ja, genau. Ups, da ist ein Loch. Mhm. So, jetzt haben wir ja mal ordentlich Xenosubstrat abgebaut. Gucken wir mal, wie viel es geworden ist. So, wenn wir das hier gleich weggemacht haben. Oh, Mist. Ja, ich verschwende immer wieder mal 9. Okay, gucken wir mal kurz rein. Ja, 2016. Wir sind bei 3170, mein Freund. What? Ja. What? Also das könnte vielleicht noch was werden. 6000 to go. Ja, genau. Also ich gebe mir hier echt Mühe, alles rauszukratzen. Oh, Dito. So. Dito. Wieso habe ich keinen Sauerstoff auf? Wieso habe ich keinen Helm auf? Oh! Mein Sauerstoff ist leer. Shit. Sollte mal kurz ins Schiff rein. Oh, gerade so. Uff, Sauerstoff. Gut. Wenn du nicht aufpasst, dann ist der Sauerstoff leer. Das ist schon korrekt. Ist ja nicht so, als wäre mir das noch nie passiert. Obwohl, im Let's Play ist mir das, glaube ich, noch nicht passiert. Nee, das ist dir noch nicht passiert. Aber das ist auch tatsächlich eher für mich auch ungewöhnlich. Ja, so ist das. Also, abbauen, ne? Der Bodo mit dem Bagger, ne? Mhm. Der Sven mit dem Abbaustrahl. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu langweilig. Wenn es doch so ist, liebe Zuschauer auf YouTube, lasst mich das doch einfach mal wissen. Das ist bestimmt Geschmackssache. Wahrscheinlich, ja. Ja, ich persönlich würde bei so einer Folge garantiert vorspulen. Das ist völlig okay. Bin ich ehrlich, das ist, ja. Ich weiß, es muss gemacht werden, aber ich müsste es mir nicht angucken. Ne? Das ist halt nun mal so. Ja, das ist auch völlig okay. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich gerade für neue Spieler super interessant, wenn du halt gerade auch mal so eine Abbaufolge hast und dann siehst, hey, was kriegst du denn aus so einem Poi überhaupt raus? Ne? Ja, wenn du das erste Mal machst oder so, alles gut. Aber das ist ja nicht dein erster Poi, den du abbaust. Naja, auf die Art und Weise schon. Und ich habe ja auch schon einige Dinge geskippt. So. Würdest du mal zusammenfallen? Irgendwas fällt. Ja, nochmal. Ah, da. Ja, obwohl es könnte natürlich sein, dass wir tatsächlich die Anzahl an Xenosubstrat halt tatsächlich nicht rauskriegen. Gut möglich, wir werden vielleicht noch einen zweiten Koi brauchen für das Schiff. Ich meine, die Endurance, das ist kein kleines Schiff. Ja. Was ist das für eine Größenklasse? Müsste ich gerade gucken. Kann ich ja mal kurz tun. Dann hören die Leute auch mal was anderes. Die Endurance ist Größenklasse 6. Nur? Die ist nur 6. Ich dachte, die war größer. Das ist die Endurance XXL. Größenklasse 6. Und das, was ich gerade fliege, warte. Ach, wir gucken hier einfach bei Capital Vessels. Das macht's einfacher. Die Titan. Nee, die Titan ist es nicht, es ist die Pelican. Die Pelican hat halt Größenklasse 3. Ah, ist halt doppelt so groß.
Wenn die Endurance dann endgültig ausgebaut ist, ist die auch Größenklasse 7 oder 8. Mhm. Das dauert halt noch ein bisschen. Genau, man muss ja Ziele haben, ne? Ja, klar. Vor allem, sie ist wirklich ein schönes Flugzeug. Ich hab's ja schon mal geflogen. Also, wirklich Props an den Builder, der die gebaut hat. Ja. Tolles Schiff. Das Einzige, was mich stört, ist Cockpit hinten. Aber das ist halt Geschmackssache. Ja. Ja. Bin kein Freund von Cockpit hinten und einer ewig langen Schnauze nach vorne. Das ist das Einzige, was mich stört. Ich hatte damals dann tatsächlich hergegangen und hab ihr noch innen drin ein Cockpit weiter unten verpasst. Ein Cockpit weiter vorne verpasst. Ja, das ist, glaube ich, hinzukriegen. Also das können wir schon machen. So. Da fällt mir ein, ich habe tatsächlich in der Space Engineers Community was Krasses gesehen. Hat halt tatsächlich jemand die Enterprise in Space Engineers nachgebaut und jetzt gerade ein Update rausgehauen, wo die Enterprise D die Untertassensektion wirklich abbrennen kann. Okay. Das sieht schon sehr, sehr irre aus. Könntest du hier bestimmt auch machen. Ja, nee, weil du hier solche Trennungsblöcke und so nicht hast. Das geht. Du musst zwei Capital Vessels machen. Ja, genau, und die halt aneinander andocken. Genau, richtig. Du musst die aneinander andocken, die müssen dann halt so aussehen. Und dann kannst du das auch bauen. Da fällt mir übrigens ein, ich gehe stark davon aus, dass wir dann die Titan einfach als nettes kleines Beiboot behalten. Schauen wir mal. Oder wir benutzen einfach einen Abbaustrahl. Wir können. Nein. Du hast die Script-Mod installiert. Dann können wir mal auch mal. Also entweder zeigen wir den Leuten mal, was die Script-Mod auch kann. Mhm. Das wäre jetzt mal eine Möglichkeit. Du könntest nämlich problemlos die Titan mit der Script-Mod abbauen in wenigen Sekunden. Das wäre was. Oder wir benutzen die Titan wirklich als Zweitschiff und wir fliegen mit zwei Schiffen teilweise, wenn wir irgendwas in der Richtung machen. Muss man mal schauen. Ja, aber wie Leute, gesagt, also ihr merkt, es sind Pläne über Pläne über Pläne. Ja, und viel zu wenig Zeit. Ja, genau. Das Übliche, ne? Yep. Und viel zu wenig Zeit. Und dafür ist das Spiel eigentlich viel zu genial, als dass man nur so wenig Zeit rein investiert. Ja. Deswegen sind sie bei mir auch schon ein paar tausend Stunden, aber auch das ist harmlos gegenüber vielen anderen. Also ich kenne da Leute, die haben 10.000 Stunden drin und geht locker mal. Ich verstehe es nicht, wie man diese Zeit zusammenbekommt. Ganz einfach. Mit dem man nicht Let's Player ist. Nee, ich habe auch solche Zeiten nicht zusammengekriegt bei Spielen, als ich noch nicht gestreamt und Let's Played habe. Also tatsächlich bin ich mit meinen 2.500 Stunden in Empyreon jetzt auf derselben Wellenlänge, was ich vorher mit Ark gemacht habe. Da bin ich auch bei ca. 2.500 und für mich ist das auch momentan jetzt die Obergrenze. Mhm. Bei Ark und bei Empyreon, die sind jetzt ungefähr gleich auf. Ne? Bei Ark habe ich aufgehört, Ark zu spielen mittlerweile. Weil, ja, ich habe keine Lust, Wildcard jetzt mit ihrem neuen Geldabgreifobjekt irgendwie Geld hinterher zu schmeißen. Mhm. Und das andere Ark habe ich jetzt schon so hoch und runter gespielt mit meinen 2.500 Stunden. Es reicht. Ja, findest auch gar nicht mehr so viele schöne Server jetzt heutzutage. Mhm. Die Glanzzeit von Ark ist tatsächlich vorbei. Oder du müsstest halt selber dir so ein Server-Cluster aufmachen, weil bei Ark brauchst du ja nicht einen Server. Ne? Also du musst ja wirklich für jede Map brauchst du ja und Server-Transfer und so weiter. Weil Ark nur auf einer Map spielen kann man mal machen, ist aber jetzt nicht so der Bringer.
und deswegen Quad für mich sein Lifetime-Ende erreicht. Mit so ungefähr 2.500 Stunden Empyreon zieht jetzt langsam dran vorbei. Ja. Und dann kommt so ein kleiner Sprössling momentan, den ich sehr hype. Und der nennt sich Ikarus. Und der ist jetzt so bei 400 oder sowas. Ja, ich glaube auch, dass Ikarus tatsächlich da ganz viel Boden gut machen könnte. Ja. No, gerade was so Survival Games angeht. Ja. Es ist ja schon ein paar Jahre alt, also Ikarus gibt es ja schon eine ganze Weile. Ja, auch, Early Access, genau. Aber es bewegt sich jetzt mehr und mehr in Richtung, dass es halt fertig wird, dass es sich wie ein, wie ein fertiges Spiel anfühlt. Ich weiß gar nicht, ist es noch im Early Access? Ich glaube, es ist noch Early Access. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob das noch Early Access ist, egal. Okay, Leute, wenn ihr es wisst, ob Ikarus noch im Early Access ist oder ob Rainer recht hat und es schon fertig ist, dann lasst uns das doch mal bitte in den Kommentaren wissen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, Rainer und Sven spielen zusammen... Abbaustrahlung abwägen. Schweizer Käse. Ja, genau. Okay, davon muss ich mal... Also davon mache ich den Screenshot gleich. So, genau. Also, bis zum nächsten Mal, ihr lieben Menschen. Ciao, ciao. Tschüss.